Okay, sag was. Hey! Huang, es ist Wahnsinn. Einerseits bin ich frei und andererseits werden mir Unternehmen, die ich im guten Glauben gestohlen habe, wieder weggenommen. Das FIB nimmt meine gesamten Geschäfte mit Raubkopien noch. Was willst du machen? Eine von denen erpressen? Die Familie von jemandem dem Leben bedrohen? Nein, scheiß doch auf die. Ich werde so oder so Party machen. Chan, wenn das FIB dich mit Raubkopien in Verbindung bringt, dann bist du geliefert. Damit buchen die dich locker für die nächsten 100 Jahre ein. Die werden keine gefälschten Sachen finden, Huang, weil du sie alle für mich vernichten wirst. Genau, weil ich mich dermaßen langweile und dir schon immer meinen Gefallen tun wollte. Mann, das ist cool, dass du für mich da bist. Ich werde morgen nach dem Aufwachen über dich bloggen. Ach ja, wie schön. Zerstöre Jens Waren. Okay. Ich habe also bis 23.30 Uhr Zeit. Kriege ich denn das jetzt kaputt? Ah, es braucht schon... Moment mal, ist das ein Molotow-Cocktail? Ja, das gefällt mir gut. Das werde ich auch mal einsetzen. Nur leider habe ich vergessen, wie. Wie setze ich diese Dinge noch mal ein? Ich glaube, die kann ich aus fahrenden Auto schmeißen, oder nicht? Ehrlich gesagt bin ich mir gerade unsicher. Ich nehme mal den Schlagstock hier. So, eins noch übrig. Mal sehen. Okay, alle kaputt. Dieses Gebiet ist sauber, begebe dich an einen anderen Ort. Auch die darf ich jetzt auch noch alle sauber machen, oder was? Okay, und ich habe ein... Moment mal, das war auch nicht sein Auto. Wieso habe ich jetzt einen Stern? Das war mein Auto. Okay, es war auch geklaut, aber... Naja, ihr wisst, wie ich meine. Wieso saß jetzt ein anderer Typ drin? Wenn die Cops hinter mir sind, wird das Ganze sowieso noch ungemütlicher. Und eigentlich wollte ich da entlang. Das ist echt mal unfair gewesen, dass da auf einmal so ein Typ in meinem Auto sitzt. Ich meine, gefahren ist er ja auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, das trifft sich aber gut, weil ich... Komm raus. Scheiße. Wenn ich jetzt noch schnell hier wegkomme, dann bin ich die Polizei los. Nee, bin ich aber nicht. Weil ich das Auto geklaut habe, oder was? Okay. Wo ist denn dieser ganz andere Ware, Mann? Ich komme da voll nicht klar gerade. So, hier entlang. Wow. Das war mal krank. Hier muss ich wahrscheinlich hin, oder? Finde ein schweres Fahrzeug und befördere die ins Wasser. Wie soll ich mal eben ein schweres Fahrzeug finden? Ist das die Ware? Nein, nein, nein! Das wollte ich doch gar nicht. Oh, jetzt habe ich es verkackt, oder? Wo komme ich wieder an Land? Ich habe die ganze Zeit auf den Dreieck-Knopf gedrückt, dass er da aus dem Auto rausspringt, aber der wollte es nicht. Ja, yep. Okay, ich weiß nicht, wie ich wieder an Land kommen soll. Ich glaube, damit bin ich geliefert. Oder? Land. Hallo? Das da sieht doch gut aus auf der Karte. Ne, sieht's doch nicht, das ist nur eine Brücke. Nö, ich weiß gar nicht, wie ich wieder an Land hier kommen soll. Ich glaube, ich hab's jetzt mal übelst versaut. Weil er den Knopf nicht wollte. Da komme ich auch nicht hoch. Moment mal, ich nehme erstmal das Boot von dem Typ da. Mich zumindest ein bisschen schneller unterwegs. Ich will nur wieder an Land zurück. Aber anscheinend ist das hier gar nicht erst möglich, oder? Kann ich auf diese Steine drauf? Okay, hier bringt mich die Strömung weg. Nee, das ist ein Strand. Jetzt raus hier. So, jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo ich bin. Damit bin ich im Prinzip auch schon wieder geliefert. Oh, komm, kann ja nicht rüberspringen. Oh Gott, wieso muss mir sowas die ganze Zeit nur mal passieren? Weil der nicht rausspringen wollte. Sitze ich hier irgendwo am Strand fest und schaffe das in der angegebenen Zeit gar nicht mehr. Ja, brauchst gar nicht so gucken. So, hier tummeln sich überall Menschen. Irgendwo muss doch ein Weg zurück zur Straße geben, oder nicht? Ja, hier. Irgendwo in so ein verstecktes... Was ist das? Ein Race? Ja, hier. Ach, das ist so ein Go-Kart. Okay.
Damit fahre ich jetzt rum, weil ich so cool bin. So, ich will auf die Straße zurück. Mit einem Go-Kart, ja. So, und... Ah. Ich glaube, zeitlich wird das nichts mehr. Nein. Ich habe dafür viel zu viel Zeit vertrödelt. Und vergeudet. Ach, komm. Komme ich sowieso nicht mehr weg. So, mal sehen. Ich muss jetzt in diese... Ich muss jetzt in das Auto und die anderen da reinschieben, oder was? So, ah. Komm schon, weg damit. Okay, der steht irgendwie quer. Oder kann ich nicht einfach die Cocktails werfen? So. Dann werden die auch beseitigt, oder nicht? Ja, jetzt hängen wir die Polizisten am Hals. Das ist natürlich nicht so gut. Und die Autos stehen noch. Die Wagen müssen ins Wasser geworfen werden. Ja, Mensch, das ist doch egal. Oh, super, mein Auto brennt jetzt auch. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich definitiv ein Problem, weil ich das nämlich... Ach so, die sind abgeschlossen. Ich kann also nicht von selber da rein. Ja, das war's. Oder? Ich habe keinen schweren Wagen mehr. Ich dachte einfach, die, kann ich nicht einfach nur kaputt machen? Reicht das nicht? Ja, das FIB kommt in einer Stunde. Super. Super gelaufen mal wieder alles. Keine Chance für mich, oder? Mal schnell einen schweren Wagen finden. Ne, das lief allgemein alles sehr blöd. So, gib mal her. Ah, jetzt muss ich das... Nee, die Mission ist schon wieder versaut. Definitiv. Na komm. Na, sind sie da? Oder war es 23.30 Uhr? Ich weiß schon gar nicht mehr. So, dann schiebe ich dich mal da rein. Wow. Wow, ich bin doch so ein Held, oder? Bin ich nicht ein Held? Wirklich. Das Einzige, was ich da reinschiebe, ist mich selber. So, jetzt habe ich wieder eine Stunde schwimmen, überhaupt mal an Land zu kommen. Und ich sehe, direkt auf einer anderen Richtung war direkt schon Land. Ich hätte einfach nur hier lang gemusst. Aber nein, ich gehe einen ganzen anderen Weg hier. Ja, kommt, fangt mich oder was auch immer jetzt passiert. Ja, nee, ich will nochmal. Da ich hier die ganze Zeit irgendwelche Polizisten hinwarpen. Das ist immer unverschämt. Ja, komm, red nicht mit mir, lass mich machen. Zerstöre die Wagen. Um 5.45 Uhr trifft die ein. Das muss wirklich zügig gehen. Ich weiß gar nicht, wozu ich das Zeug da einsammle. Eigentlich brauche ich das nicht. So, und diesmal muss ich das irgendwie hinbekommen, aber... Na komm, glitsch doch nicht immer. Ich hasse diesen Typen. Das ist echt schlimm. So, fertig. Einer noch. Wow, ein neuer Brief. Gucken wir mal schnell rein. Will wieder irgendein Dealer was von mir wahrscheinlich, oder? E-Mail. Okay. Das ist unnötig. Ich könnte das Auto nehmen hier, oder nicht? So. So, und diesmal will ich nicht von Cops gejagt werden oder sonst was. Ich will einfach nur zu diesem Ort hin. Nicht mehr und nicht weniger. Wow. Wo bin ich denn hier wieder gelandet? Ich muss hier raus. So. Ich wette, alle, die mir hier zugucken, sagen, oh, wie einfach das doch ist. Aber ich tue mich halt schwer irgendwie in sowas. Ja, yep, ich bin Experte in Mario-Spielen, aber sowas... bin ich immer grottenschlecht. So, fahren wir mal hier durch. Das ist ja ein netter Durchfahrort. Oh, überall Mauern. Gibt's doch nicht. Gut.
Alter, mein Auto fuckt gleich ab. Ich habe jetzt etwa noch 5 Stunden Zeit. So. Finde einen schweren Wagen und die Sachen ins Wasser. Und die Sachen, nicht mein Wagen soll ins Wasser. Also ich muss mich jetzt echt konzentrieren und das mal richtig machen. So, das Blöde bei dem Wagen hier ist schon direkt, er steht quer. Das macht mir ein paar Probleme. So, ich drehe mal richtig und rein damit. Noch ein bisschen. Oh. So, einer ist weg. Die einfach ins Wasser zu schieben ist natürlich auch das Beste. Unter Wasser wird man ja nie etwas finden. Anstatt wenn ich die Dinge abfackel. Ja, definitiv. Wirklich schlau ausgedacht. Und den schiebe ich mal so und dann schiebe ich den mal in die Richtung. Oh, mit dem habe ich schon Probleme, das sehe ich schon kommen. Das Auto macht Probleme hier. Aber egal, dann kümmere ich mich erstmal um die anderen hier. Vorsichtig. Ein bisschen Anschwung. Noch ein Stück. So. Und der hier jetzt. Ja, das war schon einfacher. Ich denke mal, das sollte doch machbar sein. Diesmal stelle ich mich nicht so blöd an. Und dann wird das auch was. So, geh ins Wasser. Einer noch. So, und mit Anschwung. Nein. Okay, zumindest steht er jetzt gerade. Ach, davon habe ich hier nicht viel, wenn ich da quer rangehe. So, komm, rein, rein und weg damit. War's das? Oder kommt noch mehr? Oh, ich darf an einen anderen Ort. Hm, dann wird's ja doch viel schwieriger, als ich es erwartet hatte. Habe ich mein Auto noch? Nee, es ist weg. Nehme ich mir das Taxi hier. Muss ich das noch knacken? Nee. Sehr schön. Lass da wieder zurück auf die Straße. Ja, dann kann das wirklich knapp werden, wenn ich noch einen dritten Ort hier sauber machen muss. Bis 5.50 Uhr? Nee, bis 5.45 Uhr war das, oder? Verriegelt. Nutze den Kran. Okay, dann lass mich in den Kran rein. Von der anderen Seite. Hier. Oh nee, sowas konnte ich doch gar nicht. So. Und ins Wasser, stimmt's? So. So. Okay, ganz so schwer scheint das jetzt doch nicht zu sein, wie ich es erwartet hatte. So, ich will die irgendwie alle übereinander stapeln. Keine Ahnung warum. Irgendwie, weil ich gerade Lust drauf habe. So. Und so. Wow, das sieht super aus. Ach so, und noch eine letzte Position. Ach ja. Das wird lustig. Absolut. Ja, komm schon, zieh die Kurve, Mann. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Das heißt, in menschlichen Zeit ist es eine Minute und ich krieg die Kurve ja nicht. Hm. Stell mich gerade mal wieder blöd an. Ach, bin ich hier richtig? Werde Chance warenlos. Ach so, ich kann die einfach anfahren. So. Also eine Minute habe ich jetzt genau noch dafür. So. Ah, geschafft. Schön. Oh, das freut mich jetzt aber. Alles klar. Ne, ich will keine Fahrgäste befördern. Ich will jetzt einfach nur mal diesen Brief lesen, den ich noch habe. E-Mail. So, von Roxy. Betreff Spam. Spam-Verdacht. Links deaktiviert. Was? Es gibt viele Viren, das tut ins Internet innerhalb wenige Monate vorher sagen. Es sei denn, man überlässt die Kontrolle darüber. Hä? Ich kann auf keine Links klicken. Was hat's damit auf sich?
Egal, wisst ihr was, interessiert mich nicht. So, ich mache jetzt mal Schluss hier und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Genau vor Zoos Haus. Also, auf Wiedersehen.